Männer zeigen ihre Begeisterung nicht, aber sie fühlen es genauso. Das funktioniert so. Agnes, ich durfte dich als Expertin im Chancellor Mentoring-Programm begrüßen. Du hast unseren Teilnehmern gezeigt, was Verkaufen mit Emotionen bedeutet. Kannst du mal ein bisschen was darüber sagen? Was genau verstehst du darunter? Verkauf mit Emotionen, durch Emotionen. Erzähl doch mal bitte was darüber. Also Verkaufen ist ja in meinem Fall Immobilienverkaufen. Das heißt, es geht nicht nur um eine Immobilie als Baukörper, sondern für mich steht immer dahinter, es ist ein Zuhause für irgendjemanden. Es ist ganz wichtig, wenn jemand eine Immobilie kauft, dann wird das sein Zuhause und der muss das fühlen. Wie stelle ich das dar? Ich finde es zum Beispiel super, wenn Leute schon fertig eingerichtete Immobilien haben, die gut eingerichtet sind. Das ist halt, man fühlt sich sofort dort wohnlich, als wenn man jetzt in eine leere Wohnung kommt. Ne? Das ist erstmal so ein bisschen kahl, ist halt. Ne? Bei mir ist das auch so, es sprechen alle Sinne, sprechen immer mit. Das heißt, ich stelle zum Beispiel so Duftdinger auf. Es gibt so einen ganz coolen Duft, der heißt Ibiza. Und wenn du reinkommst, das riecht einfach so nach Urlaub irgendwie so ein bisschen. Das ist total schön. In Amerika backen die Kekse. Ich weiß, ja. Das ist total cool. Das ist halt der Duft. Dann geht es auch darum, eine ruhige Musik erzeugt so eine Wohlfühlatmosphäre, ja? Oder wenn ein Kamin im Haus ist, dann macht man den Kamin an. Also das ist der eine Teil, das ist halt bei der Besichtigung, das sind die Emotionen. Jetzt, darf ich mal ganz kurz was dazu fragen? Ja. Und zwar, beeindruckt das eher die Frauen oder die Männer ebenso? Weil alles, was du sagtest, das habe ich auch schon mal so in gewissen Filmen gesehen, ja. Zum Beispiel, ja? Wenn in Amerika, wie du sagst, Häuser verkauft werden. Und da sehe ich immer, dass die Frauen sehr begeistert davon sind. Mhm. Kriegst du die Männer damit auch? Die Männer sind auch begeistert. Das hat einfach, also Männer zeigen ihre Begeisterung nicht, aber sie fühlen es genauso. Das funktioniert so. Mit der Frau gehst du in das Ankleidezimmer, läufst so einmal, wenn es so eine coole Insel gibt in der Mitte, läufst du so einmal durch und sagst, jetzt stellen Sie sich mal vor, boah, Sie können hier Ihre ganzen Handtaschen unterbringen und die Schuhe. Und mit dem Mann gehst du in die fette Garage und sagst, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie fahren mit Ihrem Auto hier rein. Sie haben keine Angst, wenn Ihre Frau hier reinfährt, dass die irgendwie Macken reinmacht, weil die Garage groß genug ist. Du kannst jeder Mensch, Männer haben ja genauso Emotionen wie wir, die meisten zumindest, und du kannst jeden Menschen dort abholen. Du musst einfach nur erstmal erspüren, was ist das für ein Typ. Und ich garantiere dir, dass du jeden Menschen dort abholen kannst. Und wenn dieses Zuhause, das muss ja schon in den Eckdaten passen, aber wenn das passt, dann schaffst du das auch, dieses Zuhause ihm zu vermitteln, dieses Gefühl von Zuhause. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist das hört sich fast so ein bisschen an, als wäre das ein Trick von dir, wie du da vorgehst. Wenn du schon zum Beispiel sagst, die Männer beeindrucke ich mit einer tollen Garage, die Frauen zum Beispiel in einem Wandschrank oder mit einem Ankleidezimmer. Ja. Das hört sich fast an wie ein Trick. Ja, könnte ein Maklertrick sein, aber wird nie funktionieren, wenn es ein Trick wäre, weil es funktioniert nur, wenn du wirklich echt bist. Das heißt, es bringt nichts, wenn ein Familienvater in eine Immobilie reinkommt, der hat irgendwie drei Kinder, verdient, weiß ich nicht, 3000 Euro im Monat und dann sagst du ihm, stellen Sie sich mal vor, Sie fahren mit dem Porsche hier rein, wäre das nicht cool? Und dann denkst du, will sie mich eigentlich verarschen? Ja. Das bringt gar nichts. Das heißt wirklich, du musst dir diese Familie, also das ist auch so, ich versetze mich in diese Familie rein und ich stelle mir die Frage, wenn ich dieser Mann wäre, was würde mich hier glücklich machen? Und dann ist es echt, das ist kein Trick. Und ich weiß aus Erfahrung, aus der Vergangenheit, dass auch fast jeder, der dann diese Immobilie gekauft hat, oder fast das falsche Wort, jeder, der bei mir eine Immobilie gekauft hat, was ein Zuhause war, im Nachgang gesagt hat, Sie haben vollkommen recht gehabt, das war so richtig, was Sie gesagt haben, das ist cool und das und wir lieben das so. Ne? Das ist wirklich wichtig, echt zu sein. Also ich weiß ja von verschiedenen Besichtigungen, dass du hast so ein unglaubliches Händchen dafür. Ja? Du hast einfach ein Händchen dafür, was ist schön, was passt gut. Würdest du sagen, dass tatsächlich gerade Immobilien gar nicht über den Kopf verkauft werden oder gekauft werden, sondern mehr über den Bauch? Ja. Immobilien und auch Investoren kaufen über den Bauch tatsächlich. Und das ist auch ganz wichtig, diese Entscheidung über den Bauch zu treffen, weil der Kopf ist erstmal immer in dem Modus, oh, ich nehme Kredit auf, das ist total viel Geld. Zahlungsströme. Genau, ich habe Angst, ich verschulde mich. Man muss also in diesem Moment, jeder, der eine Immobilie kauft, schaltet eigentlich den Kopf erstmal ab, weil sonst würde ihm diese Angst in meinem Nacken sitzen.
Das heißt, du bist schon im Emotionsmodus. Und die Leute entscheiden über Emotionen. Es geht um mein Zuhause. Das ist wie mit dem Lebenspartner. Das ist wirklich genau das Gleiche. Ja, es ist so. Das ist ja eine Entscheidung, die triffst du ja nicht für die nächsten 2 Jahre, wenn du eine Immobilie kaufst, die dein Zuhause ist. Die triffst du ja vielleicht für 20, 30 Jahre. Und das machst du zum großen Teil mit Emotionen, auf jeden Fall. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich mache mal mit dir eine Besichtigung. Ja, sehr gern. Und ich garantiere dir, wir finden was, was dich emotional so hookt, dass du sagst, Agnes, das kaufe ich. Aber ich möchte dann bitte, dass du dafür sorgst, dass ich es auch irgendwie finanziert bekomme. Das kriegen wir auch hin. Du weißt ja, wir haben ein gutes Netzwerk. Ja, ganz genau. Wir rufen bei den Kindern an, dann kriegen wir schon. Ja. Prima. Agnes, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Für die Beantwortung dieser Fragen. Danke. Leute, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal, vergisst diese Glocke nicht und guckt euch die anderen Videos, weil die sind mindestens genauso cool wie dieses Video hier. Also schaltet nächstes Mal wieder ein.